Und das andere war irgendwie noch einen anderen Wert. Stärke. Ja, Stärke, Kampfstärke und irgendwas mit Schleue oder sowas. Oder Nein, haben die nicht. Geschick oder irgendwie sowas. Also jetzt habe ich ein sehr altes Regelwerk gelesen. Das war auch noch in Schwarz-Weiß. Ja, das heißt also, möglichst stark sollte der sein. Was passiert, wenn der so ein Verräter verrätet? Müsst ihr, sobald der gegnerische Leader ausgespielt wird, musst du auch natürlich nicht, sagen Verräter, dann legst du die Karte vor und dann ist der Kampf gewonnen und der gegnerische Leader ist tot, so gesehen. Ja, die Trader-Karte behältst du aber. Und du kriegst das Spice auch für den Leader, den du gekillt hast. Ja, das ist viel. Wenn was passiert, dann erklären wir Sachen noch ein bisschen. Ja, okay. Ich verstehe das Prinzip dahinter. Jetzt muss ich nur gucken, wen ich verraten möchte. Okay, Genau. du kannst auch quasi jetzt Unterstützung sehen, wenn du sagst, hier, ich habe deinen Anführer oder deinen eigenen Anführer oder sagen wir deinen stärksten Leader, ne? Als Traitor-Karte, dann weißt du, dass der ja nicht von jemand anderem getötet werden kann, So, und oder? ich weiß, das ist genau. Es gibt ja so irgendwie verschiedene von verschiedenen Fraktionen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was krass ist. Okay, ja, okay. Und die Harkonnen dürfen alle Trader-Karten behalten, das bin ich jetzt zum Beispiel. Hab jetzt vier Genau. Trader auf der Hand. Hi. Moin. Du wolltest Hi. ein bisschen zugucken, hast du gesagt, ne? Ja, genau, wenn ich darf. Wäre ganz Also von mir cool. aus darfst du. Ich weiß nicht, ob die anderen damit ein Problem haben, aber von mir aus, klar. Ja, ich kann gerne den Imperator beim Siegen zusehen. Dem Ja, Imperator. meinst du? Ey, diesmal wird der Imperator Ich hier rausgeschmissen. und davon nehme ich mich. Ich nehme hier übrigens wieder auf, wenn das keinen stört, ja. Okay. Kannst du gerne machen. Wenn ich Sachen in meiner Box hochhebe, seht ihr die auch nicht, oder? Also ich sehe nicht, was du hochhebst. Wenn du gerade was Ja, hochhebst, die sehe ich Box ist nicht. komplett unsichtbar. Also und die anderen drei muss ich dann wieder abwerfen, ja? Wo werfe ich die hin? Ja, ich finde auch gerade den Stapel nicht, aber ich denk mal, die Kann sie kannst du auch auch vom bei ihm. Tisch werfen. Ja, dann kommen sie nur wieder. Das ist das Problem. Ich glaube, hier hinten auf dem anderen Tisch liegt ein Stapel, da verdeckt drauflegen. Ah, okay. Auf dem anderen Tisch. Huch. Ah, jetzt kann ich Wo hier ist der auch andere nicht. Tisch? Ah, da hinten. Zu dicht dran gezoomt, ich hab's nicht gesehen. Auf dem Tisch liegt auch das Player-Aid, dann seht ihr die Zugreihenfolge. Irgendwo war doch hier. Ach, da. Ah, okay. Die Taste war das. So, und da habe ich noch eine Frage, ne? Wir haben hier so ein paar Conflicting-Regeln. Also die bei euch hier auf so einem Board stehen, die sind anders als die hier links stehen, so gesehen. Ich kenne die hier links stehen, so gesehen. Aber die da auf dem Board geht ich halt überhaupt nicht. Wo bist du gerade? Also es gibt hier zweimal Regeln für eure Fraktion. Einmal liegt Ja, die, die die hier? links neben euch auslegen und Ja. einmal die auf eurem vor euch. Und die widersprechen sich oder sind nicht Ja, wir überlappend, nehmen die so gesehen immer. von der Seite hier. Wenn ihr Ja, Dune aber Rulebook eingibt, dann genau. sehen wir Bin ich auch das. für, ja. Also das Ding in der Mitte kann ich ignorieren, was Genau. bei mir auch geklappt drin ist. Genau, das ist ein reiner Sichtschutz. Hä? Ich sehe es nicht. Ach so, eben Sichtschutz, die Dinger. Genau, ja. Ah, okay, ich war gerade extrem verwirrt, weil ich nicht wusste, was du meinst. Weil die Hälfte davon, was aber beim Und das Spore muss ich mir steht, jetzt einmal liegen ganz hat. durchlesen, oder wie? Ja, Ja. ja. Nee. Kannst auch sein lassen, Ja. du musst gleich erstmal tippen, wer wann gewinnt. Ja, ganz großes Kino. Wenn du richtig tippst, gewinnst du. Ja, aber dann muss ich alle richtig tippen, oder wie? Nee, du musst, nee, du musst jetzt, im Grunde musst du sagen, ich tippe, dass in der fünften Runde der Imperator gewinnt. Wenn du das richtig tippst, gewinnst du, nicht der Imperator. Kannst Fertig. du, Ist natürlich schwierig, wenn man das Spiel nicht. Entschuldigung. wenn jetzt der Imperator und die Gilde beispielsweise gewinnt, zählst du? Ja, ich glaube, er muss nur einen richtig tippen. Okay. Wenn er tippt, dass der Ah. Imperator gewinnt, dann hat er gewonnen. Ja, Genau. okay. Er ist ja so aus Also Schweden, kann ne? das Also jetzt du kannst. lesen oder nicht?
Also das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass du, wenn einer sich auf den Planeten beamt, kannst du da immer einen dazusetzen. Einen von deinen Token, und du kannst jederzeit, bevor die Movement-Runde ist, kannst du entscheiden, ob du die umdrehst oder nicht. Wenn du sie nicht umdrehst, dann existieren sie einfach nur. Und wenn du sie umdrehst, dann blockierst du sozusagen den Bereich, da kann dann kein anderer reinspringen, weil es können immer nur zwei Leute gleichzeitig in einem Bereich sein. Du kannst also... Meinst du mit meinen Fighters und Advisors, oder? Ja, richtig. Also es gibt Advisor, die existieren einfach nur, die kämpfen nicht, und wenn du die am Anfang der Movement-Phase umdrehst, dann kannst du sozusagen blockieren. Du bist zum Beispiel in der Stadt drin und möchtest nicht, dass sie angegriffen wird, dann kannst du die umdrehen, dann kann da keiner andere reinspringen, dann machst du den Kampf mit dem. So kannst du zum Beispiel auch lenken, wer gewinnt. Also wenn du zum Beispiel getippt hast, dass der Atreide gewinnt, dann kannst du so verhindern, dass er eine Stadt verliert, indem du das einfach eine Runde blockierst. Du kannst auch rein theoretisch sagen, das auch manipulieren. Du kannst auch sagen, ich tue mich mit dir zusammen in ein Bündnis, und wenn dann der eine gewinnt, gewinnst trotzdem nur du. Das ist auch ganz interessant. Was wir letztens vergessen hatten, die Besitzer von Kartak, Arakeen und Tuax Siege kriegen pro Collection Phase die abgebildete Spice-Menge von den Provinzen. Ja, das ist ja... Genau. Das ist ja noch mal kurz, das war der einzige Grund, warum die Harkonnen verloren hatten. Ja. Nee, das... ich kann ja alles wirklich erklären. Ich bin noch mal kurz auf Klo. Ich lese in der Zeit mal mein Regelset. Mach das. Wohin nimmst du das Tablet mit aufs Klo? Egal, was er mit aufs Klo nimmt. Hauptsache er liest. Nee, aber wir haben ja ohne Advanced Rules gespielt. Also kannst du auch nicht... gab's das Geld nicht. Aber mich hat das halt überrascht, dass der Sturm halt 6 Felder weit gezogen ist. Das ist ja. Das stimmt. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass Hakon und Atreides sich gegenüber sitzen. Soll das mir schon irgendein Wink mit dem Soundfall sein vom Spiel her? Bündnis. Bündnis. Kann das sein? Wir wollen uns gegenseitig töten. Kann das sein, dass diese Token hier ein bisschen falsch liegen, weil bei mir liegt Bene Gesserit. Wo? Hier vor mir. Gesserit Witch, ich weiß auch nicht warum. Bene Gesserit liegt im Polarsig. Da liegt Bene Gesserit, das ist richtig. Nein, ich meine den Typen, den Ding hier. Die Teile da. Ich bin ja Gilde. Du hast gar keine. Du hast 5 Truppen. Ich glaube, die sind hier. Die starten hier. Da muss auch der hin. Die Gilde startet, glaube ich. Weil die liegen ja. Achso, nee, das ist, glaube ich, einfach nur um 1 verdreht, weil guck, das ist, glaube ich, das ist um 1 nach rechts versetzt. Na, ist es ja nicht. Die Gilde sitzt ja ganz auf der anderen Seite. Das stimmt auch, da könnt ihr ja drehen. Das ist, glaube ich, wurscht. Ich drehe es mal hier, zack. Hast du die Gilde? Der Imperator ist hier. Mir ist schon klar, dass ich jederzeit spielen kann, aber bei euch ist die Reihenfolge falsch. Der Imperator war zweimal dran. Na, ich weiß auch nicht, warum da 2 Marker sind. Ja, schmeiß weg. Also ich finde schon, dass ich zweimal dran sein darf. Schmeißen jetzt erst recht weg. Ja, also Atreide. Ich finde, letztes Mal, in der letzten Runde hat sich ja gezeigt, dass die sind drauf und dran, sich gegenseitig abzustechen, wenn der andere die Gelegenheit hat, diese Stadt zu erobern. Man will die Stadt haben, ne? Du hast diese Flugbasen, du hast diesen extra Spice Flow. Ich denke, wir werden nicht glücklich, wenn wir uns da die ganze Zeit bedrohen. Das stimmt, da hast du recht. Aber ist es nicht so, dass wir auf den Planeten gekommen sind, um ihn zu verwalten, und die Hakonnen stellen sich quer? Nee, offiziell war es ja so, dass der Imperator die Atreiden ja diese, sagen wir mal so, Administration des Planeten überlassen hat und die Hakonnen eigentlich weggehen sollen. Genau. Aber wir haben jetzt die alte Hauptstadt übersetzt. Administration. Die Hakonnen hatten davor die Administration. Und genau. Das ist die alte Hauptstadt, Kafak, und Arakan ist die neue Hauptstadt. Ja. Aha.
Können wir schon was machen, bevor, solange er noch nicht da ist, der Mr. Toilet? Ja, wir könnten den Sturm schon mal bewegen. Stimmt. Und aber hat denn, hat noch nicht jeder seine Truppen gelegt, glaube ich, oder? Und den zwei ist bloß. Doch, die sind doch automatisch. Ach, der Fremen. Ach so, ja, stimmt. Der Fremen, okay, die Fremen müssen noch legen. Fremen muss noch seine Links. Das Fremen auch. Was muss ich? Nee, die Fremen liegen doch auch. Achso, er liegt nur drei. Aber ich hatte noch eine Frage an die Battles. Darf ich, wenn zwei Schlachten stattfinden, die gleiche Waffe benutzen in zwei unterschiedlichen Gebieten? Eigentlich nein, du nicht, darfst oder? Sie. Ich glaube, du darfst die Waffe nur in einem Gebiet benutzen, oder? Ich glaube, da darfst du es nicht hinstellen. Da darfst du nicht hinsetzen. Du darfst sie da hinsetzen, da hinsetzen und da oben hinsetzen. Nee, nee, er darf sie, da ist so eine gelbe Linie auf dem Feld. Ach nee, das ist die Spawn-Phase. Da, also wenn du nachher neue Truppen machst, darfst du nur links von der gelben Linie die hinlegen. Ja, ja, aber jetzt darf er die in den Gebieten hinlegen. Jetzt darf ich schon in den drei Gebieten hinlegen. Wie viele hat nochmal insgesamt? Ich muss nochmal kurz das Setup gucken. Zehn, glaube ich. Zehn darfst du jetzt in diese drei Gebiete verteilen. Okay, zwei, drei, sieben. Okay. Ist er wieder da, ja? Nee, ich bin wieder da. Jetzt nochmal eine Frage zu dem Spiel. Also da ist so ein Sandstrom, der bewegt sich so witzig über die Karte immer in eine Richtung. Und ich kann Truppen über die Karte schicken und die darf ich auch, glaube ich, nur in eine Richtung schicken, oder? Nö, die kannst du schicken, wie du möchtest. Du darfst aber nur einmal die Truppen bewegen. Und nur eine Armee darfst du quasi bewegen. Du kannst nicht sagen, anders als das alte Dune. Beweg dich. Also habe ich jetzt noch eine Frage, und zwar zum Truppenspawn und Chippen. Das heißt, ich muss jetzt immer dafür bezahlen, wenn ich Truppen auf den Planeten bringen möchte? Ja. Und wenn ich sie bewegen möchte, muss ich dafür auch bezahlen? Also mit dem Schiff? Nein, musst du nicht. Nee, bewegen nicht. Okay. Also kann ich Truppen auch mit dem Schiff bewegen, oder kann ich das, muss ich dafür was erfüllen? Du kannst sie nur einmal auf dem Planeten irgendwo runterbringen und dann kannst du sie nur normal bewegen. Okay. Du kannst sie nicht von einer Stadt zur anderen transportieren mit dem Schiffen. Das kann nur ich. Genau. Und alles klar. Ein Spice kostet es pro Einheit in eine Stadt zu gehen und zwei Spice auf ein offenes Gelände muss dann pro Einheit. Du musst auch bestimmen, wer wann gewinnt, ne? Ja. Du, das warten wir noch alle auf dich, ja. Jetzt, das heißt, ich suche mir jetzt eine Karte raus und eine Zugskarte und dann tue ich die mir bei mir hinlegen. Genau, so ist ja eine Zugkarte und die Fraktionskarte logischerweise noch. Wie viele Züge spielen wir denn eigentlich? 10. Nimm vielleicht mal also alle 10. in deine Hand, dass du das nicht direkt sehen. Letztes Mal sind wir, glaube ich, bis zu Runde 2 gekommen und dann hatte, glaube ich, der Imperator die Gefühle gewonnen. Wo tue ich denn die hin, die ich nicht nutze? Hier, tu sie einfach auf den Table. Ja, aber verdeckt. Verdeckt, ja, klar. Ich glaube, er darf auch nicht auswählen, dass die Fremen und die Spacing Guild in der letzten Runde gewinnt, oder? Nee, das darf er, glaube ich, auch nicht auswählen. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt irgendwo in der Wüste einen habe und möchte den woanders hin transportieren mit meinem Schiff, wie viel zahle ich dann? Einen halben oder einen? Was nochmal, wenn du was? Ich habe irgendwo in der Wüste habe ich ein paar von meinen Mannequins stehen. Und ich möchte den woanders hin transportieren mit meinem Schiff. Zahle ich dann einen halben oder einen ganzen? Einen ganzen. Weil er ja in der Wüste steht, ne? Naja, du kannst, also, das, wenn du sagst, du willst mit deinem Dude einfach von einem Feld weiter bewegen, eine Provinz. Dann zahlst du natürlich nichts. Wenn du sagst, du möchtest den wieder hochschiffern und weiter wegschiffen, dann zahlst du auf jeden Fall ein. Aber ich glaube, du kannst nicht beides auf einmal. Du musst ihn, glaube ich, erst wieder einschiffen und dann erst nächste Runde kannst du ihn wieder runterlassen, glaube ich. Aber ich nagel mich mal nicht drauf fest. Ich kann nicht On-Planet-Transport machen? Das ist ja schade. Ich glaube, das funktioniert leider nicht. Groß ist denn meine Box? Ja, das können nur die Transportgilde. Ja, ich kontrolliere den. Meine Güte, ey! Medikus ist auch noch da. Bei mir steht jetzt irgendwas von wegen, wenn die und die Fraktion auf dem Spielfeld irgendwas tut, dann darf ich auch irgendwas tun. Das wollen wir gleich mal nochmal jemand erklären. Ja, wenn jemand Truppen landet aus dem Weltall, dann kannst du auch einen mit dazulegen. After the frame placement, if that fraction is
In the game, you start with one peaceful advisor in any territory of your choice. Okay. Wollen wir mal loslegen? Die Frieme. Ach nee, er kann doch überall, wo er möchte, einen peacefulen Advisor hinstellen. Na, 2 Minuten weg. Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Genau, aber nicht, wenn in der Stadt schon 2 Leute fighten. Weil da, in der Stadt kann man niemals zu dritt sein. Er ist ja doch ein Peaceful Advisor, ist ja nicht anwesend. Ich wollte gerade sagen, der ist Mutter. Achso, nee, den darf er aber nicht umdrehen. Oder so in der Stadt, wenn der 2. Also irgendwas war da auf jeden Fall geregelt. Man darf ihn nicht umdrehen in der Stadt, zu einem nicht mal Peaceful Advisor. So, Städte sind die witzigen Dinger. Die roten. Die da so aussehen. Und die Städte haben jetzt auch nochmal irgendwie Sonderfähigkeiten, oder? Ja, sind wenn die alle du, gleich? Du musst 3 einnehmen, um zu gewinnen. Okay, und was 3 einnehmen, um zu gewinnen. Genau, 3 brauchst du, um zu gewinnen. 4 Stück, wenn du mit jemand anderem in eine Allianz gegründet hast, dann brauchst du ja 4 in Summe. Ja. Und was halt die, alle, die so dunkel eingefärbt sind, das sind jetzt die Städte, aber auch hier diese anderen, größeren Felder. Wenn da der Sturm drüber geht, dann passiert dir nichts. Okay. Und ein Polar Sink passiert dir auch nichts. Also Polar Sink und die dunklen Felder, da hast du Schutz vor dem Sturm. Und genau, was, und die. Was bringt mir so eine Stadt? Da kriegst du, also die du hast 2 Vorteile. Vor allem musst du unterscheiden, es gibt Städte, das sind die 2 hier oben. Ja. Und es gibt Höhlen. Okay. Bei den Städten ist es so, dass du diese Helikopter hast, die Ornithopter. Und mit denen kannst du dich einfach weiter bewegen, wenn du aus der Stadt startest. Okay. Nein, du musst nicht aus der Stadt starten. Du kannst dich von irgendwo 3 Schritte bewegen. Ja. Okay, egal. Dann machen wir weiter. Dann ist das, stimmt, sorry. Dann haben wir noch die Sache mit dem Geld. Du hast hier die Münzen drunter. Das bedeutet, jeder, in welcher Phase war das? Ich glaube, ganz am Anfang. Ganz in der Stormphase. Anfang. Ja. Okay, in der Stormphase bekommt dann der die Stadt kontrolliert, 2 Spies. Für die Höhle hier unten zum Beispiel bekommst du 1 Spies. Für die Höhle hier hinten bekomme ich gar nichts. Genau, für die 2 Höhlen kommst du nichts. Das erklärt, dass halt dann niemand was draufgestellt hat. Und jetzt steht hier noch bei mir auf dem Charakterbogen Free Reveal. Was heißt das? Genau. Wo steht Revival. Jetzt? Revival. Free Achso. Revival. Achso, genau, wenn deine Typen hier tot sind, dann darfst du die wieder zurücknehmen. Alle anderen müssen 2 Spies per Soldier bezahlen. Jeder bekommt genau, einen freien. Du kannst, genau, jeder bekommt einen freien. Und dann die nächsten musst du 2 Spies bezahlen. Du kannst alle deine kostenlos holen, bis zum Maximum von 3. Also niemand darf mehr als Maximum 3 seiner Dudes wieder erwecken. Bei ihm steht ja Free Revival, eine Force. Steht bei ihm. Ja. Achso, dann nur den einen. Okay, das genau. Ist Du darfst aber trotzdem nie mehr als 3 Revival. Genau. Also du kannst, wenn du einen kriegst du umsonst, den nächsten zahlst du 2 und den dritten zahlst du auch 2. Also wenn du 3 wiederbeleben möchtest, musst du 4 Spies zahlen. Ja, und die off-Planet, also oder auf dem Planeten hier stehen und nicht auf dem Brett, was mache ich mit denen? Runde, glaube ich, steht da auch drauf. Die kannst du runterbringen, wenn du während der Landing-Phase kannst du Truppen landen. Und da also die sind quasi im Weltraum, aber nicht tot. Und du kannst überall landen. Wenn du in so einem Stützpunkt landest, zahlst du einen Spice, und wenn du überall anders landest, zahlst du 2 Spice an die Gilde. Genau. Und du kannst nicht landen, wo schon 2 Leute drinstehen. Also 2. Aber ich darf jetzt noch einen platzieren, wo ich lustig bin. Nee, so, wenn ich das. Du hast gegen Polar Sink. Nein, wenn ich das richtig lese, kann er überall, wo er möchte, noch einen hinlegen. Hier steht One Force in Polar Sink and 19 Forces in Reserve off Planet. Nee, also du kannst nur einen einzigen. Bei Start of Game gucken. Bei Advanced, da steht, er kann überall, wo er möchte, kann er noch einen Spiritual Advisor hinlegen. Gar nicht. Das ist so schlecht, Alter. Ah, okay. Gut.
könnt ihr das lesen? Ich kann das nicht lesen, was da bei Advanced steht. Musst du das PDF einfach aufmachen, da steht das okay. In groß drin. Ich hab's gefunden. After the frame placement. Das war mir auch nicht so ganz klar. Das klang irgendwie komisch, die Aussage. Aber so wie ich das sehe, kann er überall, wo er möchte, noch einen Advisor dazu stellen. Ja. Genau, also umgedreht muss der dann. Dann habe ich nochmal, es sei denn, ich bin alleine auf dem Feld, dann drehe ich ihn zum Fighter um. Genau. Und was haben diese komischen Symbole mit der 8 und der 12 und der 6 und so zu tun? Und diese Kreissymbole, die hier überall auf der Map verteilt sind. Das heißt, wie viel Spice das spawnt. Ja. Und jedes Mal. Wenn Spice spawnt, dann ist es jedes Mal, wenn einer in deinen Bereich kommt und du hast da einen Kämpfer drin, dann kannst du entscheiden, ob du kämpfen möchtest oder nicht. Du kannst ihn auch umdrehen und sagen, ich surrender. Und der Sturm kann nur in die eine Richtung, ne? Ja. Der geht laut Corioliskraft. Laut Corioliskraft dreht sich der Wind auf der Nordhalbkugel immer gegen den Uhrzeigersinn. Es ist keine Äußerung dazu. Ja, ist so. So, Bestes, können wir anfangen? Was meinst du, warum die Tief- und die Hochdruckgebiete von Westen nach Osten laufen auf der Nordhalbkugel? Ja, aber wenn es mit Stürmen so einfach wäre. Ne? Du hast dich ja gar nicht vorbereitet, Hage, auf das Spiel. Und wenn du mal ich hab versucht, eine Anleitung zu lesen, aber das Dune, was ich gelesen habe, das ist ewig alt. Und da hat man auch nur seine 12 Figuren. Und wenn die 12 Figuren tot sind, sind sie tot. Und wenn Held tot ist, ist er tot. Wenn du mal ich meinte ja, dass du nicht wusstest, wie die Sturmrichtung sich dreht auf der Nordhalbkugel. Da war ich echt enttäuscht. Wenn du mal deine Klospülung ziehst, dann siehst du auch, dass das alles herum abläuft. Aber stopp, wir legen jetzt los. Egal. Erste Runde. Ich übergebe das Wort an Lukas. Dankeschön. Jetzt muss der Gildenspieler und der Hakon-Spieler, die müssen jetzt eine random Zahl, glaube ich, nehmen. War das nicht so? Wir spielen mit Advance-Regeln, ne? Ist das mit dem ersten Sturm ein bisschen anders? Ja, nehmen doch eine random, oder? Genau, nehmen dann die random Karten, ne? Sonst kann man auch den Würfel nehmen, dafür hat das Spiel hier den bereitgestellt, das Gegner auch. Ich würde sagen, wir nehmen die Karten, wenn sie schon da sind, oder? Soll ich einfach deck mal die oberste auf. Nee, wir können aber nicht das schaffen. Achso, Nick, das ist erst in der Runde danach. In der ersten Runde gelten die Karten nicht. Wie bedient man denn dieses dreckige Battlefield? Ja, dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Dieses dreckige Battlefield. Das ist der Highlight dieses Spiels, ja? Ja, das funktioniert aber nicht. Ich kann das nicht drehen. Du kannst nee, es soll doch nicht drehen. Du sollst nur Zeit reingeben. Also. Wollen wir einfach würfeln für die erste Runde? Ja, lass würfeln. Gibt ja, nein. Regel, dass irgendwer machen? Ja, mach mal. Gut, gewürfelt 20. Ja, du darfst auch zählen, wenn du schon gewürfelt hast. Ich darf auch noch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Würfel, ich bin hier. Würfel gerne nochmal. Plus 7, nee, plus 1. Was hast du gewürfelt? Hier sind wir. Ja, ich habe eine 1 gewürfelt. Wieso kann ich den Sturm, den Storm nicht mehr, jetzt kann ich den Storm erfassen. So, zack, Sturm ist gelegt. Toll. Und was heißt das für die Menschen, die jetzt, die sind sicher, weil die in so einer Bergdingens sind, Bergregion oder Schlachtmethode? Ja. Und die können sich da aber auch jetzt rausbewegen. Nee, die können sich nicht bewegen. Ja, die dürfen sich nicht... Genau, die sind blockiert, die können sich jetzt nicht bewegen, die sind quasi gefangen. Ganz kurz, ist diese Typen da vorher? Den hat der Hacker da hingelegt, das ist okay, darf er machen. Das ist seine Rassefähigkeit. Wäre ja der Sturm. Was ist denn stimmt, mit? Der ist tot. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich hab da gedacht, der Stumme will sich zwei... Ja, egal. Nee, der hat sich quasi 27 Felder bewegt, das heißt einmal um die Erde. Wie kann ich denn wissen, dass der Sturm sich 27 Felder bewegt? Ja, okay, nimm den wieder auf die Hand dann. Wobei, du kannst ihn sowieso umsonst...
Er bleibt da jetzt liegen, ist mir. Ich wollte gerade sagen, ich sehe den Hacker nur, wie er seinen Turm versucht zu bauen, das fällt immer wieder runter. Gut. Was kann ich denn wissen, dass ich so ein verkackter Sturm hier so, ich dachte, der bewegt sich irgendwie maximal 7, vielleicht 8 oder 9 Felder. Ja, warte, jetzt Spice Blow. Warte, was ist denn die höchste, was ist denn die höchste Zahl in dem Sturmdeck? Keine Ahnung. Sehen wir nachher. Nee, ja, aber das kann doch ja nicht sein, dass du beim ersten Mal kann der sich so weit drehen, oder wie? Das ist nur der erste Sturm. 6 ist die höchste Zahl. So, können wir den Spice umdrehen? Ich mach das immer noch fertig, dass mein Männchen da jetzt wieder runtergenommen wurde vom Feld. Da möchte ich kurz nochmal drauf hin. Ist das am Anfang wirklich so, dass du den Sturm einmal quasi komplett übers Feld rasen lässt? Nein. Das ist, also am Anfang ist es so, zwei Spieler suchen eine Zahl aus von 0 bis 20 und das wird dann zusammen addiert. So, wenn die natürlich jetzt 27 gewählt haben in dem Fall, rast das Ding halt einmal um die Erde. Die hätten aber auch zweimal 1 nehmen können, dann wäre der halt hier vorne stehen geblieben. Es geht ja nur darum zu bestimmen, wer anfängt damit. Genau. Oh. Hacker, so oder so ist dein Du tot. Den kannst du auch aus dem Posting rausnehmen. Ja, komm, Lukas, lass ihm die eine kleine Hexe. Na gut. Dann steck mal die erste Spice um. 8 Spice in irgendwas North. Ja. Das finde ich gut. Dann bitte da 8 Spice mal irgendjemand reinklatschen. So, dann sind wir jetzt bei Start Bait. Hacker, die Sammelphase, jeder, der keine von diesen Städten hat, kann 2 sammeln pro Männchen. Und jeder, der eine von den Städten hat, kann 3 pro Männchen sammeln. Okay. Das heißt, wenn ich 2 Männchen da reinstelle, dann darf ich da 4 raussammeln. Darfst du 4 rausnehmen, ja. Könntest du noch versuchen, irgendwie deine Statik zu beheben bei deinem Mikro? Du hast immer eine Statik, wenn du redest. Ich? Wer? Nils. Ja. Ja, ich versuche. Da muss ich gewöhnen, das hat der Nils immer. Sag mal, es gibt hier in diesem Spiel keine Mähdrescher, oder? Wie bitte? Ja, okay. Ja, ich hab anscheinend das Dune aus den 80er Jahren als PDF-Regelwerk gehabt. Alles gut. Jetzt ist die Beat-Phase, das heißt, wir bieten 5-mal auf Treasury-Cards. Ich darf mir die vorher aber angucken, kein anderer darf das. Richtig? Wie viele Startressourcen habe ich denn überhaupt? Die liegen bei dir rum, das sind, Ich sehe sie, okay. Du darfst dir übrigens schon den nächsten Spice Blow angucken, ne? Ja, ich will mir erstmal die Treasury Card angucken. Wann können wir Allianzen machen? Oh, wenn der Wurm kommt. Oh, ich guck mir erstmal die. Ich hab mir nächstes Schiff schon mal angeguckt. Also genau, wenn der Kurs Dings kommt, so, ich schau mir mal kurz an. Der Fremen kann sich auch die nächste Sturmkarte anschauen. Genau, habe ich gerade gemacht. Achso, okay, Entschuldigung. Ich habe mir die erste angeguckt. Und wo legen wir die hin zum Bieten? Hat da jemand? Ich leg's einfach mal in die Mitte, bitteschön, da könnt ihr bieten. Wer fängt zuerst an? Das war dann Imperator, ne, in dem Fall. Ja, ich biete einen dafür. Dann darf die Bene Gäste reden. Achso, Hacker, genau, es wird jetzt immer rechts vom Sturm ist der zuerst bieten darf. Okay. Das ist zuerst und dann das ist der Imperator. Bei der zweiten Karte bist du aber dann der Erste. In der dritten Karte bin ich der Erste und so weiter. Genau, es gibt insgesamt so viele Karten wie Spieler. Oh. Stimmt, 6 Karten gibt es in dem Fall. Auf 6 Karten wird geboten. So, jetzt hat der Imperator einen geboten. Du musst mindestens 2 bieten, wenn du die haben willst. Das ist einfach nur Rätselraten am Anfang, außer halt für mich. Ja, ich habe schon verstanden. Ich biete 2, so. Ich biete 0. Habt ihr dem Hacker schon gesagt, was da überhaupt drin ist? Ich habe eine grobe Ahnung. Also wie schon gesagt, ich habe die Regeln der 80er gelesen. Es ist zwar alles ein bisschen anders, aber ich glaube, ein paar Sachen haben sie dann doch gleich. Ja, ein paar Sachen sind sehr ähnlich. Ja, da sind Waffen und Schilde und sonstiges. Ja, genau. Goodies sind da drin. Das Einzige, was mir fehlt, ist, mir fehlen die Mähdrescher. Du meinst die Spice Collector? Ja, genau. Ja, die sind ja dadurch simuliert, dass Kartak und Arakin quasi ein Einkommen haben, jede Runde. Beziehungsweise 3 statt 2 mitnehmen können. Ja. Okay, so. Hacker, wie viel setzen Sie? Haben wir schon, wir sind schon bei der Gilde. Okay, sehr gut. War bei 2, ja? Ich biete mal. Ich biete mal 0.
Hakon. So, die Hakon. Atreides, wisst ihr, was hast du nochmal gesagt? Du hast 2 gesagt. Hast du nicht zugehört, oder was? Ja, ich bin abgelenkt. Ich habe 10 gesagt, aber es wurde nicht angenommen. Ich habe 0 gesagt. Ja, ich sag mal 3. So, jetzt geht's nochmal weiter. Ich enthalte mich. Hager, du kannst jetzt sagen, ob du 4 bieten willst oder sagen willst, du steigst aus. Bist du wahnsinnig? Ich enthalte mich. So, jetzt können rein theoretisch alle anderen auch nochmal was sagen, aber ich denke mal, jetzt können wir springen und geben dem Hakon die Karte. Ich nehme 2 Karten dann. Ja. Genau. Also kriegst du die Karte und noch einer. Richtig. Ja. Und du musst 3 Spice. Der Imperator möchte seine Steuer haben. Genau. Natürlich, sehr geehrter Imperator, Sie haben... Wieso kriegt der Imperator jetzt Geld? Was ist da los? Der Imperator, wenn du... Der kriegt das... Ich verdiene beim Handel mit Verrat. Und du bezahlst die Gilde, wenn du dich transportieren lässt. Deswegen sind das immer so die beiden reichsten Spieler ungefähr. Also, warte mal, der Imperator kriegt wie viel Kohle von mir, wenn ich was tue? Das geht ein Imperator am Ende, das Geld. Außer wir haben das gewinnt, die Karte. Ah, okay. So. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Hat jeder gesehen? Ja, muss ich nochmal holen, eine neue. Ja. Hätte ich jetzt aber geil gefunden. War auf jeden Fall ein längerer Text drauf. Ja, so. Also, wenn ich Imperator gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Hager, jetzt bist du der Erste, der bietet. Ja, dann biete ich ein. Ich biete 0. Zero. Ich biete 2. Gilde? 2. 2. Ich bin raus. So. Auch raus. Hager, du kannst jetzt 3 bieten. Ja, raus. Okay, nee, dann komm. Geschenk. Kommt Gilde. Übrigens, ihr habt ein Handlimit von 4. Außer GH Korn, die haben 8. Sobald ihr das erreicht habt, dürft ihr nicht mal mitbieten. Huch, was machst du denn? Lass sie doch liegen. Nee, lass doch liegen. Wenn wir wissen, wie viel da kommen, sonst vergesse ich das. Achso. Aber hat jetzt der Gilde ihre Karte weggenommen? Ja, ich hab die weggenommen. Gut, dann guck ich mir gerade die erste an. Aber lass uns mal hier aufeinander stapeln und gut. Die rechte liegt dann rechts daneben. Und Lukas, sind die Karten gut? Ist die Karte gut? Ich biete mal 1 für. Oh. Bin raus. So gut, der Bene Gesserit kann übrigens Worthless Karten als Karama benutzen. Stimmt. Ja, ich weiß bloß noch nicht, was das bedeutet. Du kannst automatisch ein Bit gewinnen, also eine neue Karte bekommen. Du kannst mit einer Karama-Card von irgendjemandem handeln oder sowas fordern. Auch wenn. Kann ja mal im Wiki machen, kurz. Irgendwann muss man gleich erzählen, was Karama-Karten sind. Ich habe da was anderes gelesen. Also dann können wir uns aufs Bieten konzentrieren. Ich habe 1 gesagt. Und war der Erste damit. Dann darf jetzt die Fremen, die haben 0 gesagt, dann darf die Gilde. Ich biete 2. Das sagt die Gilde. 2 bietet die Gilde, die Hakon bieten auch mit. Ich bin raus. Hakon bietet nicht mit, der Imperator. Ja, der Imperator bietet nicht mit. Die Bene Gesserit. Bieten 2. Du musst 3 bieten, weil die Gilde hat schon 2 geboten. Ach, die Gilde schon bei 2. Diese dusselige Gilde. Ich biete 3. Ich bin raus. Ich bin auch raus. Dann kriegt die Gilde. Kriegt er sie. Die kriegst du. Die, okay. Jetzt musst du 3 Spice an den Imperator zahlen. Der Imperator erwartet seine Steuern. Ja, da ist 2 und da ist noch einer. Okay, der Imperator dankt. Preventest mit der Karama-Karte eine Ability einer anderen Fraktion. Also eine Special Ability, so gesehen, die wir haben. Also gesehen, wie zum Beispiel, dass die Atreiden in die Zukunft sehen können, dass die Gilde ihr Geld kriegt beim Runterbieben. Ja, das steht ja alles auf den Karten drauf. Ja, das muss man heißen, ich muss bei jeder Karte die Special Ability durchlesen. Nee, sonst hast du, gibt es eigentlich, die überwiegenden Karten sind halt Poison, Schild, Waffe. Ja, nein, der Punkt ist, wenn ich eine nutzlose Karte habe, dann kann ich die als Karama-Karte nutzen. Yes.
So, und das heißt dann, das heißt, ich kann mit dieser Karte die Special Ability einer anderen Fraktion nutzen, oder was? Was sagt man das? Nicht nutzen, sondern verhindern. Verhindern? Ah, okay. Für den ganzen Zug quasi, für die ganze Runde, oder? Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja zum Beispiel nur sowas, ich kriege ja, mein Advantage ist, dass ich das Geld kriege, wenn ihr runterbeamt. Wenn du das verhindern möchtest, dann geht das Geld an die Bank und du zahlst dafür eine Karama-Karte. Aber dann halt nur diese eine Karte, die wir handeln, wenn du, nicht die ganze Runde, wo wir die Karten handeln. Das war meine Frage. Ob das nur für eine einzige Karte gilt oder für alle, die da liegen und jetzt gehandelt werden. Also, wenn du verhindern möchtest, dass der Atreide in die Karten guckt, dann gilt das für alle, glaube ich. Also dann kann er die gesamte Beat-Phase kann er nicht reingucken. Okay, das heißt aber auch für die ganze Beat-Phase, wenn ich das gegen den Imperator spielen würde, würde der auch während der ganzen Beat-Phase kein Geld kriegen. Ja, das mit dem Geld, das glaube ich geht nicht. Also die Leute kriegen immer ihr Geld. So also Geld kannst du nicht verhindern? Das sehe ich auch nicht beschrieben. Es gibt eine Regel, die sagt, dass du mit einer Karama-Card den Gelden-Fee benutzen kannst, um dich zu porten. Also nur den halben Preis zahlen musst. Ah, okay. Und das geht nicht in den Gelden, sondern die Bank. Und sonst, also beim Emperor steht da nichts. Also stehen nur wir vier. Atreides kann es verhindern. Hakon, dass sie die zweite Karte bekommen. Bene Gesserit. Hallo. Aber das bist du ja selbst. Und die Fremen, dass ich den Wurm nicht kontrollieren darf. Was ich mega krass finde. Ja. Wir können anfangen zu bieten, die Fremen. Ah, ich kann hier da Karama-Karten hier das Ding, was ich hier gefunden habe, quasi alles, was unten drauf steht. Mhm. Ach, hier drüben ist das. Ne, das ist Spezial unten, das kann man einmal einsetzen. Once Game. Ja, was macht man sonst mit den Karama-Karten? Du kannst einen Advantage. Du kannst einen Advantage verhindern. Du kannst verhindern, dass der Atreide, wenn du gegen ihn kämpfst, bei dir die fragt, was die Waffe ist oder was. Okay. Ja, da steht ja noch mehr. Karama-Karten. Play to do one of the following things. During the bidding phase, receives a card up for bid without paying. Das heißt, ich kann bieten, ohne zu bezahlen? Ja. Das heißt, mit einer Karama-Karte... Natürlich beim Bieten ist, du darfst nie mehr bieten, als du Geld hast. Ja, aber ich könnte dann einfach, wenn ich 7 Münzen in der Tasche habe, könnte ich auch einfach 37 Münzen bieten Und dann spiele ich die Karte und bezahle nicht. Genau. Das finde ich doch schon mal gut. Ja, du kannst, du hast automatisch gewonnen. Wenn du eine Karte haben möchtest, kannst du Karama hinlegen und dann hast du die Karte. Also, nee, das scheint ja nicht so sein. Wenn ich nämlich nur 2 Münzen in der Tasche habe, darf ich auch nur 2 Münzen bieten. Ja, genau. Achso, okay. Also finde ich gut. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Auktion. Ja, bitte, ja. Die Fremen sind dran. Achso, habe ich. Achso, ja, die erste Big ist 1. Ich bin raus. Deine Gilde? Ich bin raus. 2. Hakon sagt 2, der Imperator. Mächtiger Imperator, wollen Sie Ihren Einsatz setzen? Imperator ist tot. Merk schon. Er sitzt nicht auf dem Planeten. Der zählt gerade sein Geld. Imperator! Ja, was los? Du bewahrt alle auf dich, damit du sagst, was du jetzt setzen möchtest für die Treasury-Karte. Ja, ich will nicht setzen. Okay, Bene Gesserit? Haga? Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich das bin. Nein, ich biete auch nichts. Ich biete auch nichts. Jetzt geht's um die Gilde. Ja, warte, ich hatte eins gesagt. Die Hakon haben 2 gesagt. Okay. Ja, gut, nee. Dann kriegt's ja Hakon. Hä? Warte. Ich bin noch. Achso, ich war auch raus. Du hast 2 gesetzt, musst du bezahlen. Das war jetzt bestimmt die. Ja, das war bestimmt die Lasergun. Aber dann hätte der Atreides vielleicht was gesetzt. Konservativ mit dem Kaufen von
von Fetching Cards. Ja, das war letztes Mal ein bisschen teuer, glaube ich, was wir bezahlt haben. So, dann darf jetzt die Gilde zuerst setzen. Jo. Ich setze einen. Ja, können. Zwei. Ich setze drei. Der Imperator 3. Der Bene Gesserit. Hager. Hager. Ich biete nichts. Ich biete 4. Oh! Ja. Hier noch Steuern an den Imperator, ne? Liegt hier. Ja. Die Gilde? Ja, nee, ich bin raus. Hakonin? Das ist wahrscheinlich die Laserwaffe, Leute. Ich bin raus. Ich glaube, das ist die Worthless. Ich biete 5. 5 bietet der Imperator. Ich muss mal kurz in meinen Beutel schauen. Du hast 10. Wahrscheinlich ist das eine Worthless-Karte und er treibt den jetzt nur hoch, den Imperator. Ja, ja. Das glaube ich auch. Ja, das sagt ihr nur, weil ihr kein Geld habt. Ja, ich habe genug Geld, da kann ich auch nichts mit kaufen. Dann biete ich 6. Ich hätte gerne 6 dann. Okay. Die kriegst du haben. Da muss sie gut sein, die Karte. Ich hab's dir hingeschmeißt. So, jetzt gucken wir uns noch die an. Okay. Dann darf jetzt die Gilde zuerst setzen. Nee, der Konspieler darf zuerst bieten. Ja, der ist doch wieder, ja. 1. 2. Hagar? Nichts. Ich sag auch nichts. Ich auch nicht. Gilde? Dann biete ich 3. Ugh. Hakonin? Nix. Biete 4. Gilde? Ne, kannst du haben, 4. Okay. So, hier sind 4, die zahle ich jetzt mal in die Bank ein. Genau. So. Dann haben wir ja jetzt gebietet. Dann kommen wir jetzt zu der Chip-and-Move-Phase. Wo fangen wir an? Zuerst fängt der Imperator an, richtig? Ich darf zuerst Truppen landen. Ja. Und ich darf jederzeit, wenn ich möchte. Genau. Der Emperor muss ja alle landen. Ich lande 4 Truppen. Müssen wir nicht 2 Spice bloß machen? Ah ne, am Anfang nicht, ne? Ja. Du hast jetzt gerade einen Sagauka gelegt, ne? Okay. Das war gewollt. Das kostet dann... So, wo ist die Spacing Gate? Hier ist die Steuern. Das kostet 8, bitte. Übrigens, dieser Gauka gegen jeden 10, die hat 2, außer gegen die fremischen Spezialeinheiten, der 10 nur als 1. Ja. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe, whenever any other faction ships forced to doom from off-planets, you may ship a free one advisor from your reserve into the same territory. Genau. Und das heißt, knall da jetzt einfach so einen rein. Genau, den darfst du auch nicht umdrehen, so gesehen. Ja, ich kann sie am Ende, darf sie umdrehen, ganz am Ende steht hier. Am Ende, genau. Warte. So, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ich habe gerade mit dem Spice-Dingens gelesen, pro Token. Dass ich 2 Spice per Token on Territory. Das heißt, auch meine Nicht-Kämpfer können Spice sammeln. Nicht aktiv dafür sein? Ja, der dreht sich ja automatisch um. Mal angenommen. Nicht Spice-Sammeln steht da sogar. Und ja, deswegen, das war ja eine Frage. Aber wenn er theoretisch, er geht da jetzt mit den anderen beiden rein, gewinnt den Kampf, dann dreht er sich ja automatisch um. Aber er kann halt nicht mitkämpfen. Ja klar, er muss jetzt warten, bis wir alle unsere Movements gemacht haben. Und dann kann er sagen, welche er umdreht. Welche Advisor. Nein, das mit dem Umdrehen muss er machen, bevor alle ihre Movements machen. Steht da aber so nicht.
Es würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn du das danach blockierst, weil dann kannst du ja nicht, kannst ja keinen blockieren. Wenn du möchtest, dass in einem bestimmten Bereich nicht gekämpft wird, kannst du den ja. Hey, Shino, advisors coexist peacefully with other faction forces in the same territory. Advisors have no effect on the play after other factions, whoever and cannot collect spies, be involved in combat, prevent another faction's control, bla 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 bla. Genau, du kannst die da drin stehen lassen, dürfen aber halt nichts machen, dann die können halt nichts sammeln, die können nichts kämpfen, die können nichts machen. Naja gut, das Einzige, was halt geht, ist halt mit dem Battle One each turn after the Spice Blow and Nexus Phase and before the any shipment occurs, ja, was auch immer. Er kann aber auch... Kann ich in jedem Gebiet, das ein Advisor hat, ankündigen, dass ich da kämpfen möchte. Hier steht aber auch, wenn du einen Advisor das erste Mal runterholst, das hast du jetzt getan, der kann in der ersten Runde auch nicht geflippt werden. Ja. Das heißt, der ist erstmal, der steht einfach da, der kann diese Runde eigentlich nichts machen. Das ist einfach nur ein Token, der da gerade rumdümpelt. Genau. Mhm. Hörst du alles richtig? Also er kann die umdrehen unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, am Beginn der Movement-Phase kann er sie umdrehen, aber da sind wir nicht. So. Genau. Und jetzt darf er sie halt nicht umdrehen, weil er sie gerade eben erst runtergeworfen hat. Ja, genau. Also haben wir es ja irgendwie auch gesagt. Er kann sie auch umdrehen, wenn jemand in sein Gebiet kommt. Also wenn er irgendwo steht als Kämpfer und da kommt einer rein, kann er auch entscheiden, nee, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Genau, und dann kann ich die alle umdrehen. Auf Advisor dann, ja. Das ist eine ziemlich merkwürdige Fraktion. Jo. So. Ja, dein Ziel ist halt irgendwie das hinzukriegen, dass deine Vorhersage erfüllt wird. Ja, ganz großes Kino. So, da bin ich dran, ne? Ja, die sind ein bisschen komisch. Könnte jetzt ein zweiter sich noch reinbewegen in den Chialogo North? Oder wie ist das? Ja, kann er. Ist ja nur ein Advisor drin. Genau. Okay. Genau. Und der könnte dann so gesehen... Was kostet eine Truppe runter zu werfen? Zwei, ne? Ja. Offene Stadt 1. Okay. Aber du kannst dich drei bewegen, du kannst von Arakin da reinfliegen. 1, 2, 3. Aber die Spacing geht das bei euch. Ich hab noch mal eine Frage, wer darf wann Truppen runterbringen? In der Reihenfolge. Zuerst war jetzt der Imperator dran, dann bist du dran, jetzt bin ich dran. Weil ich hab noch gar keine Truppen gelandet. Möchte ich mal bitte anmerken. Achso, ja, dann mach das. Ich dachte, du wärst schon durch, weil dann nehme ich mein Geld erstmal wieder weg. Dann so, und ich darf eine für frei und der Rest kostet Geld. Das ist ein Revival. Nee, das ist Revival. Runterwerfen von, also du musst dir so vorstellen, alles, was jetzt hier auf diesem Planetendeck ist, ne, was du hier vorne liegen hast, das ist alles in der Galaxie, die musst du jetzt quasi rüberschiffen. Dafür musst du Geld bezahlen an die Gilde. Okay, und für jedes, was ich aufs Brett bringen will, muss ich 2 zahlen. Exakt. Beziehungsweise, wenn du sie in eine Stadt runtersetzen willst, 1. Aber ich glaube, ich kann in keine Stadt reinsetzen, wo schon Leute drinne stehen, oder kann ich Advisor da rein? Doch, kannst auch reinwerfen, das geht auch. Dann wird er gekämpft. Ja, du kannst ja. Nee, meine interessiertere Frage wäre, ob ich einen Advisor reinschmeißen kann. Weißt du, deswegen. Du kannst, glaube ich, nur einen reinschmeißen. Hager, was du machen kannst, du kannst dich in Arakin runterbeamen und dann kannst du dich 3 rüber bewegen in das Ding. Das sind 1, 2, 3, weil du dann die Ornithopter benutzen kannst. Oder in Karzak. Ja. Du beamst sie in Karzak. Er hat doch keinen Ornithopter. Ja doch, wenn er... Das sind sozusagen Kommandoeinheiten. Die gehen da rein, klauen sich einen Ornithopter und fliegen rüber. Nein, du musst das... Nee, steht, move up to 3 territories if you control Arakin or Karzak. Da er nicht kontrolliert, kann er es nicht nutzen. Genau, du musst kontrollieren. Das Einzige, was ich jetzt gerade versuche herauszufinden, ist, ob ich auch Advisor landen kann. Nein, du kannst nur einen einzigen... Also du kannst immer nur einen runtersetzen, wenn du dein Shipment einsetzt, dann darfst du einen runtersetzen. Ne, wenn jemand anders. Oder wenn jemand auf Gestatt sich. Das ist doch shit egal. Wenn irgendjemand irgendwo Shipment hinmacht, dann kann er einen Advisor dazu setzen. Genau, das habe ich vorhin gemacht. Und jetzt ist die Frage: Jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich Truppen auf den Planeten bringen. Und da möchte ich wissen, ob ich dann auch Advisor auf den Planeten bringen kann.
Nein. Nein. Ey, Advisor ist quasi eine Sondersache. Genau. Genau. Das ist Advisor. Advisor, du kannst nur andere Leute Ratschläge geben, nicht dir selber. Genau. Ja, okay, dann will ich gar nichts runterlanden. Gut. Und jetzt kannst du dich noch. Darf ich jetzt? Kannst du dich. Ach, kann ich bewegen. Hager, du kannst noch was bewegen, wenn du möchtest. Ich kann noch was bewegen, wenn ich das möchte. Macht das überhaupt Sinn, was zu bewegen? Ja, du könntest. Du kannst halt von einem Territorium zum anderen Territorium gehen. Du kannst jetzt hier reingehen, da reingehen, da reingehen, da reingehen, da reingehen. Das macht ja momentan überhaupt keinen Sinn. Weil ich sehe nicht, wieso sollte ich denn jetzt woanders stehen? Also, ja, du könntest da reingehen und gegen den Imperator kämpfen, um das bei S zum Beispiel. Das könntest du machen. Ja, weil das so sinnvoll wäre. Gut, dann gebe ich mal ab. Jo. Auch wenn ich das noch nicht ganz, aber ja, ich werde so langsam mal mit. Ja, du siehst das ja, was wir jetzt machen, und dann siehst du ja, was die anderen so treiben. Genau, du hast auch gar nicht das Geld gerade, glaube ich, dazu, um großartig Truppen anzulegen. Also ich finde, das ist ein guter Move, nicht direkt alles rein. So, und ich... Im Polar Sink wird übrigens nicht gekämpft, da kann auch jeder sich reinstellen, mit wie vielen er möchte. Ja. So, fertig, der nächste kann. Genau, ich muss eigentlich zahlen. Wo hast du was hingeworfen? Da? Ja. Gut. Ich schiebe meine Typen. Krieg mein Geld noch? Für was? Achso, Entschuldigung. Ich habe das Geld hier, tut mir leid, ich hab's in den Sack geworfen, warte, hier. Da. Da. Ich nehme mal hier 5 Leute rein. Und die moven dann, dürfen 2 sich bewegen, meine ich. Und zwar hier erstmal hin. Okay. Ja, nee, ich möchte noch nicht. Hakon, mach du mal. Anum? Ja. Ich kann mich entscheiden. Ich möchte als Letzter. Ich bewege 5 Soldaten in meine Hauptstadt. Das kostet dich 5 Spice, ne? Jo, hier Gilde hast du. Ich setze aus, ich mache nichts. Gut. Dann haben wir alles bewegt. Fights haben wir, glaube ich, keine. Kommt nicht nirgendwo zum Kampf, glaube ich. Nee. Und dann darf der Imperator hier das Zeug collecten. Geil. Ja, er darf 8 mitnehmen. Noch mehr Geld für mich. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Er hat geguckt, Geld. So, jetzt dürfen aber auch alle anderen, die Städte kontrollieren, Geld bekommen. Also in dem Fall Hakonnen, ich und die Gilde? Ich glaube, nur die beiden Städte werden bewertet. Nee, auch die Hunde, Ja. Also wie war das nochmal? Jeder Soldat sammelt 2 Spice und wenn man eine Stadt kontrolliert, sammeln sie 3 Spice. War das richtig? Die sammeln 3 Spice auf dem Feld, wenn die eine Stadt kontrollieren. Also immer, also jeder Soldat sammelt immer 3 Spice. Nee, nein, nein, jeder Soldat sammelt immer 2 Spice. Okay. Sehr gut. Gilde kriegt aber ein. Oder auch, hat ja auch 2 Die Gilde hat einen bekommen. Ja, okay. Mhm. Ich habe doch noch mal eine Frage zu meinen. Ich weiß, es nervt bestimmt, aber ich habe noch mal eine Frage zu meinen Advisor. Nee, gar nicht. Hier steht bei Fighters: When your ship falls into an in so ein unbesetztes Territorium-Ding, dann muss ich einen Fighter absetzen. Ja, die drehen sich um. Wenn du in einem unbesetzten Gebiet bist, sind das automatisch Fighter. Weil sie keinen mehr beraten können. Genau, aber das klingt für mich so, als ob ich in einem besetzten Gebiet Advisor absetzen kann. Nein, du darfst nur mit der Spezialregelung Advisor absetzen, dass du dich da rein advisen kannst, wenn jemand da Truppen landet.
Ja, aber das finde ich halt, also vielleicht bin ich auch blind. Wo steht denn, dass ich nicht Advisor absetzen darf? Weil Advisor deine Spezialregelungen sind und sie sind einheitlich von diesem umfasst. Und darin steht, whenever any other faction ships forces to Dune. Sonst könnten sie auch einfach schreiben, whenever you want, you can pluck down a Advisor oder so. Ja, aber das ist ja ein Zusatzbonus. Nee, pass auf, nee, das Ding ist, du bist der Einzige, der diesen Advisor hat. Deswegen ist das die Regel, die du hast. Und da steht halt, whenever any other. Wenn da stehen würde, du kannst noch bezahlen, du kannst, dann kannst du das auch machen. Aber das geht nicht. Ja, aber dann habe ich mal eine Frage. Wieso steht denn dann da, dass wenn ich ein Schiff in ein unbesetztes Gebiet lande, dass ich dann ein Fighter absetzen muss? Weil du kannst deine Fighter auch zu Advisor umdrehen. Du musst sie aber halt erstmal bezahlen. Du kannst sie auch umdrehen. Ja, aber wieso steht denn dann überhaupt das mit unbesetzten Gebieten? Weil Advisor dann vom Sturm zum Beispiel erfasst werden können und sowas. Ja, Advisor können immer vom Sturm erfasst werden. Die Frage ist, wenn ich jetzt halt quasi irgendwo lande, wo keiner drinne steht, dann müsste ich ja dann auch einen Advisor absetzen können. Weil sonst würde es keinen Sinn machen. Nein. Ja, aber da steht extra, when your ship forces in, also wenn ich ein Forces in einem Sektor schippe, der unbesetzt ist, muss ich die als Fighter abschippen. So, weshalb steht das da? Weil du sie movest, das geht's. Nein, das ist ganz klar. Wenn du welche landest, dann sind das dann bezahlst du dafür, dann sind das die Fighter. Das ist eine andere Teil. Wenn ich sie in ein unbesetztes Gebiet lande, muss ich sie als Fighter absetzen. Ja, das richtig. Sagt das Problem. Genau. Wieso steht der Satz da, wo wir ja bei dem Punkt sind mit dem Advisor? Weil du automatisch deine Leute automatisch Fighter sind, wenn keiner mit drin ist. Die können ja keinen mehr advisen. Du hast ja jetzt einen in Karsak stehen. Wenn der Harkonnen sich jetzt dazu entscheidet, alle seine Leute da rauszuziehen, dann wird das automatisch ein Fighter. Auch da bin ich mir noch nicht richtig sicher. Ja, sicher. Weil dann ist es nämlich so, if you move an advisor into, also wenn ich, da muss ich ihn bewegen. Wenn er so da stehen bleibt, habe ich im Regelwerk nichts gefunden, wo da steht, dass ich ihn umdrehen muss. Hier steht, wenn another faction ships or moves into a territory where you have fighters, you may flip them to advisors. Ja. Das heißt, du kannst die jederzeit umdrehen, aber du musst die quasi, wenn du sie runtersetzt, kannst du sie nur in. Also nochmal, du kannst beim Fighter, wenn du sie in unbesetztes Territorium runtersetzt, dann müssen dies Fighter-Symbole sein. Ja. In dem Moment, wo es aber zum Kampf kommt, kannst du ja aussuchen, ob du sie umdrehen darfst oder nicht. Das ist die Fähigkeit, wo du sie umdrehen darfst. Ja, runtergesetzt werden sie nur als Fighter oder als Advisor, indem du halt dieses Shipment-Dingsbums suchst. Das ist die erste Fähigkeit. Ja, aber der Punkt ist, jetzt sagt ja bei der ersten Fähigkeit von wegen, da steht ja extra jedes Mal, wenn jemand ein was spielt, darf ich einen Advisor dabei spielen. Ja. So. Und jetzt sag ich, aber da unten steht ja extra, dass wenn ich in ein unbesetztes Gebiet eine Kraft, also da steht ja nicht ein Fighter, sondern irgendeine Force von mir abwerfe, dann muss es ein Fighter sein, was das klingt, als dass wenn ich in ein besetztes Gebiet was abwerfe, darf ich da einen Advisor drin abwerfen. Das ist genau die Sache, was bei Intrusion sagt. Wenn du jetzt da irgendwo drin bist und andere kommen in dein Feld, dann kannst du ja aussuchen, ob das ein Fighter wird oder ein Advisor. Ja, aber da steht, dass ich es mir aussuchen darf. Also der Punkt ist, ich kann ja Truppen in ein, also das ist erstmal die generelle Frage. Kann ich Truppen aus dem Orbit in ein Gebiet reinsetzen, wo schon Truppen sind? Ja. Ja, dann kommt's zum Kampf, weil du den Fighter abgesetzt hast. Genau. Aber wenn ich halt einen Advisor absetze, halt nicht. Weil es steht nirgends in den Regeln bei mir, dass ich Advisor nicht abwerfen darf. Du kannst nur normale Truppen absetzen. Du kannst keine Advisor aus dem Orbit. Wenn du irgendwo runterkommst und da ist einer drin, dann kämpfst du auch genauso wie wir alle. Ja, so sehe ich. Ja, aber das sehe ich nirgends in den Regeln. Das ist der Punkt, was mich gerade so ein bisschen aufstößt. Naja, ich habe es jetzt schon zweimal geklärt. Also entweder kannst du sie halt whenever, das hat mir ja schon geklärt, you may ship.
Aha. Die Frage ist auch, wenn du 10 Truppen runter moves in irgendeine Stadt, wieso solltest du die als Advisor runter move? Leute, ich habe hier gerade das FAQ. Can the Bene Gesserit ship forces directly into a territory as advisors? Only when accompanying another force as spiritual advisors. When ship directly, they are fighters. Okay, dann ist ja klar. Steht klar. Was war das davor? Only